Ja, aber wenn du nicht genau rechnest, dann spalle mal ein Drittel drin, dann kannst du vorne. Na, gerade muss man noch einmal zufrieden sein, nicht? Okay. Ja. Ja, ja, und da wollen wir jetzt einen guten Witz dazu ein, gell? Da kommt ein Musiker zum Arzt, sich wieder einmal richtig durchchecken lassen. Nicht? Dann sagt der Arzt: Ja, junger Mann, ich habe leider eine schlechte Nachricht. Sie haben leider mehr 6 Monate zu leben. Darauf sagt der Musiker: Ja, hell, geht schon gut, aber von was? Hat er nicht zu fressen gehabt, der arme Sau? Ja, jetzt singen wir mal eins, gell? Wir sind die zwei Berge, die sich gegenüber stehen. Und sich niemals fragen, warum sie sich verstehen. In der Heimat so schön. Dankeschön. Das freut mich, das ist so kurz und hat so einen guten Text. Ja. Ja, wie gesagt, natürlich haben sich auch am Anfang die Verkaufszahlen in Grenzen. Was vergessen, Tobi hat von mir eine Pause, hat er schon gesagt, so schön. Tobi, jetzt sag es, Entschuldigung, ich hab's vergessen, ich hab jetzt. Ah, der Golf ausspielen, bitte. Nein, das ist jetzt wirklich kein Witz mehr. Ich sag's noch, der wird jetzt angeschleppt, gell? VW Golf AV217JY, wär bitte dringend zu verstellen. Dankeschön. Ja. Natürlich haben sich auch am Anfang die Verkaufszahlen in Grenzen gehalten, nicht? Also am Anfang haben wir nicht viele Platten verkauft, nicht? Aber dafür haben wir uns halt über jede einzelne verkaufte Platte gefreut, gell, Leo? Weißt du noch? Luis, erzähl den guten Witz. Den anderen, weißt du, den ganz guten Witz, den wo die zwei Musiker sich nach langer Zeit wieder mal treffen, ja. Dann sagt der eine zu dem anderen: Du gehst dann eine gute CD von denen gekauft, dann sagt der andere: Ah, du warst das. Ah. Ja, komm jetzt zu, los, der ist ja. Gut. Ja, ja. Da treffen sich zwei Musiker nach langer Zeit wieder einmal. Dann sagt der eine zu dem anderen: Du gehst dann eine gute CD von denen gekauft, ja. Darauf sagt der andere: Ah, du warst das. Was, weil die haben eine CD verkauft? Die haben ja. Und dann natürlich, unser Mega-Hit, unser Erfolgshit, heimatliche Heimat, gell? Ohne, ja, nein, ohne heimatliche Heimat, da hat mir heim nicht da stehen, wo wir jetzt sitzen, gell? Sagst du mir jetzt, lieben Musikliebhaber und Musik. Was? Sagst du mir jetzt auch mal hinzu? Achso, ja, liebe Musikliebhaber und Musikliebhaberinnen, ja. 83.000 verkaufte Platten. Das muss man sich einmal vorstellen. 83.000 Stück. Das haben wir mal ausgerechnet. Wenn man die alle nebeneinander kauft, dann gab es eine Strecke an, die ging von der Pizzeria Dennis in St. Ulrich, aui über den Berliner Sattel, auf der einen Seite unten bei Kastelroth vorbei, um bis zum Pfälzer Weiher. Praktisch bis beim Bootsteg vom Pfälzer Weiher, so weit weg vom Wasser kam die Lechte zu. 83.000 verkaufte Stück. Ja, ganz genau waren es 83.060 Stück. 83.060, also die letzten 60 hatten wir praktisch alle im Pfälzer Weiher nebeneinander. Da löst nichts mit den Verkaufszahlen dann ziemlich genau. Was? Nein, wer ist denn der große Rechner da? Da, da. Ja, ja, ja.